Moin moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Yes! Es geht weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar haben wir ja letztes Mal diese komische Michigan-Rennen gemacht oder was auch immer. Und die Flaggen eingenommen. Capture the Flag gespielt sozusagen. Und heute wollen wir uns hier durch den kleinen Sumpf kämpfen, beziehungsweise über den überfluteten Bereich. Ich habe mir hier so ein paar Wegpunkte schon gesetzt, weil wir ja hier vorne zu diesem International, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, zu dem LKW fahren wollten. Und den Bergen. Oh, was war das denn? Krasser Ast. Okay. Na gut. Ja. Und wir wollten den LKW bergen. Genau. Und dann können wir gleich nochmal gucken, was der vielleicht so alles kann. Aber ich glaube, dass es einer von diesen Straßen-LKW ist. Also die für Offroad eigentlich nicht ganz so geeignet sind. Aber vielleicht macht es trotzdem Spaß, mit dem zu fahren. So, und da ist er auch schon. International Transtar. Ah, okay, so hieß der, genau. Oha, der sieht aber auch ziemlich mitgenommen aus. Und die Fahrerkabine ist so mega dünn. Oder schmal. Krass. So, können wir hier, genau, einfach hinwechseln. Und dann würde ich sagen, wir bergen den einmal. Genau. Ja, guck mal, so sieht er natürlich viel hübscher aus. Und wir schauen mal, was der alles hat. Also, Leistungsgewicht ist schon mal A+. Ja, natürlich dadurch, dass er so eine schmale Kabine hat und so weiter, ist er nicht ganz so schwer. Haltbarkeit B+, Spritverbrauch B+. Ah, eigentlich gar nicht so schlecht. Und gucke mal, wir können hier sogar noch einen Motor dazu kaufen. Wir haben auch schon einen Motor, aber der Motor, den wir kaufen können, ist noch ein bisschen besser. Der würde das Leistungsgewicht auf S bringen sogar. Das ist schon mal krass. Getriebe haben wir nichts. Federung könnten wir noch erhöhen. Haben wir aber leider noch nicht. Da müssten wir nach Maine, nach Nordamerika. Na gut. Also in einen ganz anderen Bereich. Ach, guck mal, es gibt aber Geländereifen für den schon mal. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Ansonsten leider keine Offroad- oder Schlammreifen oder sowas. Vielleicht könnten wir den auch mal ein bisschen benutzen. Ich glaube, ich mache den mal so ein bisschen fertig. Noch Federung haben wir nicht. Den Motor können wir nehmen. Dafür können wir den hier verkaufen. Den auch verkaufen. Den brauchen wir auch nicht dann. So. Dann die Winde. Können wir nichts machen. Ersatzrad können wir auch nicht machen. Schnorchel können wir uns holen. Ab dafür. Und Rahmenzusätze. Natürlich die altbekannten. Ich könnte mir vorstellen, mit dem vielleicht hier diese Aufträge in der Smithville Talsperre zu machen. Ich glaube, dann ballern wir uns hier mal den Auslegerkran drauf. Und dann hier noch diesen Klitschenaufbau. Ja, machen wir mal so. Gibt es hier noch irgendwas zum Verschönern? Oh, ein paar Leuchten oder sowas. Das interessiert mich aber nicht ganz so. Uiuiui. Das sieht ganz cool aus, das mag ich, aber ist leider noch gesperrt. Ja, der gefällt mir irgendwie ein bisschen besser hier, der krasse Schild da. Aha, aha, aha. Kabinenklimaanlage. So was brauchen wir nicht. So, das machen wir noch drauf. Das sieht schick aus. Auspuff. Felgen. Da mag ich eigentlich die glänzenden hier immer ganz gerne. Schauen wir nochmal, was für Lackierung der hat. Ha. Nicht schlecht. Der sieht richtig retro aus. Ich glaube, den nehme ich mit. Den nehme ich so mit. Genau, ansonsten den Rest. Das machen wir vielleicht ein andermal. Yes. Sehr cool. Dann legen wir uns den hier schon mal bereit.
Also stellen uns hier schon mal bereit. Oh, nicht schlecht. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus von innen mit dem Holz und so, oder? Der sieht echt ziemlich retromäßig aus. Finde ich cool. Also auf den freue ich mich auf jeden Fall schon mal. Dann machen wir hier einmal den Motor aus. Genau, weil mit ihm könnten wir dann direkt hier nach rechts losdüsen. Und hier zum Beispiel hungrige Arbeiter machen und so weiter. Dann müssen wir hier von der Farm Verbrauchsgüter laden und hier vorne zum Bohrplatz bringen. Das könnten wir dann mit dem machen. Yes. Ach, guck mal, hier der alte Bill. Da muss ich auch nochmal den Auftrag annehmen. Nun gut. Wunderbest. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder zum Kahn. Oh, nur noch 32% Tank. Ah, na stimmt. Wir sind hier auch ziemlich über Stock und Stein über den Berg gefahren. Ah, das ist natürlich... Das verbraucht natürlich Sprit. Na gut. Dann müssen wir hoffen, dass wir mit dem bisschen Sprit noch auskommen. Ansonsten müssen wir mit dem Scout hinterherkommen. Aber hier durchs Wasser wird es, glaube ich, ein bisschen schwerer. Aber nicht unmöglich. Sagen wir es mal so. Und hier sind ja immer so seichte Stellen. Also es sollte, glaube ich, gehen. Und dann könnten wir den hier auftanken, aber wir fahren erstmal weiter. Genau, so. Jetzt ist die Frage, müssen wir hier nach links lang oder hier geradeaus lang? Um da zu dem Aussichtsturm zu kommen. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass wir hier nach links müssen. Und ich glaube, in diesem Bereich hier war ich damals, als ich das letzte Mal gespielt habe, überhaupt nicht. So, ja genau, das sieht hier so ein bisschen so aus, als ob es dann hier auf den Berg gehen würde und dann natürlich zum Aussichtsturm. So, aber das sieht hier auch schon wieder echt mega cool aus. Ah. Ich weiß, ich wiederhole mich jedes Mal, aber das Spiel ist halt auch einfach schick. Das gefällt mir echt gut. So, wir fahren hier mal nicht auf dem Weg lang. Doch so halb auf dem Weg. Aber das sieht da so mega hügelig aus. Und der Mud Bandit hat ja so ein bisschen die Neigung dazu, wie so ein Monster Truck auch wirklich rumzuspringen. So. Vor allem, wenn wir schnell fahren. Da müssen wir auch ein bisschen drauf aufpassen. Ui. Oh, das ist ja eine krasse Steigung da vorne. Ob wir das hier schaffen? Ja, ne? Ich denke schon. Aber das sieht da auch ziemlich matschig aus. Ah, weiß ich nicht. Nicht, dass wir nicht genügend Halt haben. Aber... Ach, guck mal, wenn wir auf die Karte sehen, dann sehen wir hier auch mega viele... Straßen und so weiter. Oh, jetzt ist die Frage. Müssen wir dann hier vorne nach links? Oder können wir da nach rechts weiter? Oh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man hier nach rechts weiter muss und dann hier irgendwie weiter hochkommt. Na gut, aber erstmal versuchen wir mal die Steigung zu bewältigen. Aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Yes, sehr cool. Nicht schlecht. Also in echt hätte ich da, glaube ich, ziemlich Respekt vor, da lang zu fahren. Ach, guck mal. Ein Anhänger. So, dann haben wir den auch schon mal entdeckt. Ja, was da wohl drauf ist, sieht so ein bisschen nach Ersatzteilen aus. Zwei Stück oder sowas. So, jetzt ist die Frage. Können wir hier vielleicht abkürzen oder sowas? Sieht ja so ein bisschen danach aus, oder? Na gut, wenn man sich das so anguckt, vielleicht nicht mehr so. Aber... Ich würde sagen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder? Das sieht hier so ein bisschen so aus, als ob man lang könnte. Da müssen wir natürlich nur wieder auf diese Steine aufpassen. Und natürlich hält uns jetzt hier der Baum zurück. Mit seinem mega starken Ast. Das ist auch ein bisschen lächerlich, aber
Nun gut. So. Ah. Sehr gut. So, hier wollte ich gerne nach links. Genau. So, und hier vorne ist schon wieder die Straße. Ha! Sehr gut. Ihr kommt abgekürzt, weil ich glaube, sonst hätten wir da hinten noch so eine Schlaufe fahren müssen. Genau. Oder? Nee. Ach doch, vielleicht. Aber es sieht hier auch so aus, als ob hier so ein Weg, eine kleine Brücke wäre oder sowas. Aber wir müssen sowieso dahin, weil da der Aussichtsturm ist. Also, dann hier doch nach rechts. Mann, 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 das ist ja so ein kleines Labyrinth anscheinend. So. Oha. Sieht das auch schon wieder ein bisschen gefährlich aus nach einem Feldsturz oder sowas? Oder Erdrutsch? Mann, Mann, Mann. So, überall Steine im Weg. Auf die müssen wir auch aufpassen. Weil wir da doch uns schon schnell irgendwie ein bisschen Motorschaden oder so. Oder, ja. So ein bisschen die Federung kaputt machen. So. Jetzt ist hier auch nochmal die Frage. Das ist hier echt so ein kleines Labyrinth. Ui. Dann müssen wir da oben auf den Berg drauf? Oha, oha. Also hier den Weg weiter. Oh, wir haben nur noch 10% Tank. Oha. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir tanken fahren müssen. Beziehungsweise, dass wir mit dem Scout hinterherkommen müssen. So, Road closed. Ah, hier haben sie aber eine kleine Holzbrücke gemacht. So, und hier würde es theoretisch nach rechts hochgehen. Yes, da müssen wir auch dann lang, wenn wir zu dem Aussichtsturm wollen. Uiuiuiui. Aber wir haben nur noch 4 Liter. Jetzt ist die Frage, warten wir hier und holen uns den Scout zum Auftanken? Damit wir hier weiter hochkommen. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Dass wir hier auch keinen... Nee, zum Reparieren haben wir ein bisschen was. Aber auch nur ein Ersatzrad. Aber nicht zum Tanken. Das ist natürlich schade. Ich glaube... Machen wir Motor aus. Handbremse rein. Wir holen uns den Scout. Und ich kürze hier mal, glaube ich, ein bisschen ab. Dass ihr nicht unbedingt alles miterlebt. Beziehungsweise, ich glaube, wir sehen uns mal wieder, wenn ich da hinten in diesem überfluteten Bereich bin. Also bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ich hab's mit dem Scout hier vorne hingeschafft. Oha, oh nein. Und ich habe mich gleich festgefahren. Oder? Ah. Wir gehen mal in den Lastengang. Wir versuchen es mal nochmal. Oha, oha. Oder muss ich mich gleich wieder zurückziehen? Oh nein, ist der Schlamm hier doch zu krass? Ich hoffe nicht. Ah, da hätten wir doch hier zu dieser kleinen Insel fahren sollen. Mann, 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 das fängt ja schon mal gut an. Ich habe gekonnt, die anderen Schlammfelder und so weiter umschifft. Und ich bin hier echt gut durchgekommen. Und jetzt fahre ich hier direkt ins Wasser und wir sinken ein wie sonst was. Mann, Mann, Mann. Na gut, das bringt mir nichts da vorne. Können wir uns vielleicht so ein bisschen frei fahren. Ah, wir kommen auf jeden Fall ein bisschen voran. Aber der Anhänger beschwert uns natürlich auch ein bisschen. Aber wenigstens haben wir auch genug Treibstoff. Ah.
Ich versuch mal. Ja. Wenn wir die ganze Zeit so ein bisschen links, rechts lenken. Ja, da kommen wir auch ein bisschen frei. Yes, sehr gut. Das sieht doch schon viel besser aus. Jawohl. Sehr gut. So, und dann, ich glaube, mit dem Scout sollten wir uns hier lieber an diesen Strommasten entlang bewegen. Obwohl das hier vorne auch schon wieder ziemlich tief aussieht. Oder sollten wir doch hier vorne rüber? Ah, das ist echt schwer einzuschätzen. Okay, hier sieht das schon mal ganz gut aus. So, ich glaube, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ah, okay, der Weg würde hier eigentlich so komplett rumführen. Und hier vorne hätten wir nichts, um uns irgendwie dran zu winden. Ich glaube, dann fahren wir lieber hier an diesen Bäumen lang. Und hier einmal rüber. Und hier wieder weiter an den Bäumen lang. Ich glaube, das ist ein besserer Plan. So, wir können ja hier ein bisschen an den Spuren von dem Mud Bandit ausmachen, wo wir vielleicht ein bisschen krass einsacken werden. So, und am besten immer so ein kleines bisschen hin und her lenken. Ja, kann natürlich auch sein, dass wir uns jetzt schon festgefahren haben. Ja, ist auf jeden Fall ein kleiner Kampf hier mit dem Scout. Aber der hat natürlich auch nur viel kleinere Reifen. Ah, und wir kriegen leider keinen Windenpunkt hier. In der Nähe. Auch nicht irgendwie ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter hinten oder sowas. Na gut, da habe ich ein bisschen schlecht gefahren, würde ich sagen. Ich hätte da hinten eigentlich an den Bäumen langfahren sollen. Da muss ich jetzt auch die Quittung dafür kassieren. Ob ich versuchen hier frei zu manövrieren. Wir kommen ja ein bisschen voran. Das ist ja schon mal das Gute. Ich habe aber das Gefühl, dass wenn ich nicht lenke... Ne, jetzt komme ich gar nicht mehr voran. Also ich muss auf jeden Fall irgendwie ein bisschen lenken. Ansonsten bleiben wir auf der Stelle stehen. Oha, oha. Mann, Mann, Mann. Und der Mud Bandit ist leider nicht da, um uns zu helfen. Weil wir wollen ja eigentlich dem Mud Bandit helfen. Und ihn voll tanken. Ach, ärgerlich. Aber wenn ich hier so ein bisschen nach rechts lenke, dann bewegen wir uns auch so ein bisschen auf diesen kleinen Weg, beziehungsweise auf die Spuren vom Mud Bandit zu. Also das klappt eigentlich ganz okay. Ansonsten können wir vielleicht noch versuchen, ich glaube, das mache ich auch, einmal kurz den Anhänger zu lösen. Jawohl. Dann kommen wir auch ein bisschen besser voran. Und wenn wir hier auf besserem Untergrund sind, yes, so wie jetzt, können wir, na, so, mit der Winde einfach mal den Anhänger ein bisschen ranziehen. Na, wo ist denn der Motorsound hin und so weiter? Na gut, dann ist das so. So, ach guck mal, das klappt doch schon viel, viel besser. Vielleicht müssen wir hier genau so durchfahren. Mit dem Anhänger an der Winde.
So, ja, wir müssen aber auf jeden Fall viel weiter nach rechts hier durch den Wald. Na gut, machen wir das so. Aber ich glaube, den Anhänger... den mache ich gleich wieder ran. Okay, oder auch nicht. Ich glaube, wir müssen uns erstmal hier wieder rausziehen. Na, vielleicht ein kleines bisschen rückwärts. Aber da habe ich zu viel Power. Nee, 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 das wird nichts. So, dann müssen wir nochmal manuell hier irgendwo ranbringen. Und zwar da vorne am besten. Genau, sehr gut. So. Aber hier sinken wir auch schon wieder ein. Mann, 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 das ist echt krasser Sumpf hier. So, ich versuche mal den Anhänger hier ein bisschen ranzuziehen. Die Winde schafft das gerade so. Also ich hoffe, der bleibt da jetzt nicht da hinten hängen. Achso, Handbremse hatte ich noch. So, ich glaube, da muss ich nämlich... Ach ja. Mann, Mann, Mann. Hier sinke ich auch schon wieder ein. Oh. Na. Umkippen wollte ich jetzt nicht. So. Yes. Ich wollte doch eigentlich nur den Anhänger wieder dran machen. So. Geht das schon? Jawohl. Okay, das sah ein bisschen komisch aus, aber wir haben es hingekriegt. Und wir haben jetzt natürlich die Winde frei und können uns hier vorbeiwinden zu den Bäumen. Genau, und hier an diesen Waldrand und an den Rand von dem ganzen überschwemmten Bereich. Mann, 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 das wird ja schon wieder ein Abenteuer für sich, einfach nur den Map beendet wieder aufzufüllen. Hätte ich nicht gedacht, dass es dann so lange dauert. Schon wieder. So. Ich fahre mal hier zwischen den Bäumen lang. Wenn die mich denn nicht aufhalten hier. Das sieht ganz okay aus. Yes. Genau, hier ist nämlich der Untergrund ein bisschen fester. So, dann muss ich wieder in Automatik schalten, damit ich rückwärts fahren kann. Und wir fahren hier links an den Bäumen vorbei. Und hier wieder mittendurch. Yes, das sieht hier schon viel, viel besser aus. Genau, wo ist denn hier dieser Überweg? Hier vorne. Ich glaube, da fahren wir aber trotzdem noch ein bisschen weiter hier hin. Weil ich glaube, dass es hier wieder so ein bisschen sandig-kieselig ist. Und da kommen wir dann besser über das Wasser. Ja, hier vorne ist es... Und hier vorne sieht das auch gar nicht so schlimm aus. Aber, naja, gerade eben sah das auch nicht so schlimm aus und ich bin einfach reingefahren und direkt festgefahren. Also, ja. Okay, das sieht hier... Ah, ich weiß es nicht. Ab dafür. Wir können eh nichts anderes machen. Aber gucke mal, das klappt doch echt gut. Ui, ich habe gedacht, das wäre hier viel schlimmer. Sehr gut. Okay, okay, okay. So, ich glaube, ab hier sollte das eigentlich wieder leicht werden. Ach so, hier vorne ist natürlich auch noch mal ein bisschen schwerer. Ah. Naja. Ich glaube, ich melde mich einfach, wenn ich irgendwie an der schweren Stelle angekommen bin oder sowas. Ansonsten sehen wir uns gleich, wie ich versuche, den Berg zu erklimmen.
Also bis gleich. So. Und zwar habe ich es endlich durch den überfluteten Bereich geschafft. Und ich bin hier gerade am Hochkraxeln. Und ich muss echt sagen, Mann, 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 der Mud Bandit ist echt so viel krasser als der Scout. Also wenn wir den Mud Bandit nicht hätten. Uiuiui. Der ist echt krass. Allein schon was für Steigung und was für krasse Gewässer und so weiter er überwinden kann. Das ist schon heftig. Also mit diesem Scout hätten wir auf jeden Fall massig Probleme. Oder, naja, Probleme nicht unbedingt, aber es geht deutlich schneller mit dem Mud Bandit. Das ist natürlich auch ein bisschen besser hier fürs Let's Play und so weiter. Wenn wir jetzt für eine Fahrt eine ganze Folge brauchen, ist es natürlich auch nicht so geil. So. Ah. Haben wir jetzt schon wieder festgefahren. Ja, es kommt davon, wenn man den Weg ein bisschen nutzen will. So. Na, den Baum nicht umfahren. Den brauchen wir vielleicht irgendwann noch. So. Jetzt ist die Frage, ob wir das überhaupt schaffen. Vor allem, weil wir da keine Art von Baum oder sonst was haben, wo wir uns dran winden können. Ja, doch, da vorne. Aber allein schon der Wagen und dann noch der Anhänger dazu. Oh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. So ein bisschen kommt er ja. Aber ich glaube, mehr schaffen wir nicht, oder? Ja, vielleicht mal ein bisschen schräg fahren. Ich habe nur Angst, dass wir uns überschlagen. Ja, jetzt habe ich mich natürlich in die Richtung gedreht. Aber wir lassen nochmal los hier. Ah, das war... Hätte ich hier direkt links fahren sollen. So, jetzt ist die Frage, ob wir hier irgendwo einen Windenpunkt haben. Machen wir mal so. Ob wir uns vielleicht mit der Winde einfach hochziehen können. Oh. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Aber na komm. Starte den Motor. Yes. Sehr gut. Yes. Puh. Sehr gut. Das haben wir geschafft. So, jetzt nochmal gucken, wo wir lang müssen. Ach so, ja genau. Wir sind ja mit dem Mud Bandit hier auch noch hochgefahren. Oh, 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 oh. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube, dann muss ich hier links einmal rumfahren. Und dann zum Mud Bandit hoch. Aber wir haben auf jeden Fall die krasse Steigung geschafft. Da bin ich schon mal glücklich drüber. So, dann geht's hier gleich weiter mit den Cuts. Denn wir sehen uns, glaube ich, jetzt gleich beim Mud Bandit erst wieder. Also, bis gleich. So, und da sind wir wieder. Und ich nehme hier noch die letzte Kurve, glaube ich. Und fahre hier gleich noch über diese komische Holzbrücke. Aber wir sind gleich angekommen beim Mud Bandit und können ihm endlich aushelfen. Da vorne ist er schon. Yes, sehr gut. Jetzt bloß nicht runterfallen. Ja, komm. Sehr gut. Yes. Dann fahren wir einmal hinter ihm lang. Yes. Und moin moin. Da sind wir. So, wir können endlich nachtanken. Oh, wir haben auch nur noch 7 Liter im Tank. Dann tanken wir auch gleich nochmal auf. So, und den Kahn, den tanken wir auch auf. 10 Liter. So, und dann fahren wir hier noch ein kleines bisschen zur Seite. Und ich würde sagen, na, genau, bleib mal so stehen hier. Motor aus.
Dann Truck wechseln auf den Kahn. Und es geht weiter. Endlich. Phew. Das war ein Abenteuer für sich. Mann, Mann, Mann. Ein bisschen unerwartet, dass wir so viele Probleme haben, beziehungsweise dass es so lange dauert. Aber immerhin haben wir jetzt den Kahn vollgetankt. Und uiuiui, das sieht abgefahren aus. Und da sollen wir hoch. Ha. Jetzt ist die Frage, wie? Gut, wir könnten hier vorne einmal rechts hoch und dann oben lang fahren, vielleicht zwischen den Bäumen lang. Aber ich entdecke mal hier so ein kleines bisschen weiter. Vielleicht gibt es hier doch noch eine Möglichkeit hochzufahren. Guck mal, hier vorne ist es gar nicht so schlimm, glaube ich. Wir schauen mal ein bisschen weiter. Ach guck mal, da vorne sehen wir auch schon wieder eine Straße. Vielleicht führt ja doch eine Straße dahin. Nee. Nee, aber hier ist so ein kleiner Weg. So ganz, ganz fein. Eingezeichnet. Genau, das ist der hier. Yes. Sehr gut. Dann kommen wir hier auch noch zum letzten Aussichtsturm. Wachturm, Feuerwachturm, wie auch immer ihr das nennen wollt. Aber yes, da lass uns mal endlich die wohlverdiente Zwischensequenz angucken. Und wir sehen nur Berge. Das hat sich ja gelohnt. Na gut, aber jetzt sehen wir, wir haben hier auch nochmal alles erkundet. Oh, da vorne gibt es ein Upgrade. Oh, da kommt man auch relativ schwer hin, denke ich mal. Obwohl, ja, eigentlich gibt es da Wege dahin. Deswegen ist es vielleicht eigentlich einfach. Hier ist auch noch ein Upgrade. Werkzeuglieferung. Aha, aha. Ach, guck mal. Portal nach Drummond Island. Davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Das ist dann wahrscheinlich der vierte Bereich. Und der letzte Bereich. So, hier haben wir eine Zeit auf Quest auf Zeit. Zeit auf Quest. Alles geht unter. Also nochmal so eine Challenge, die wir wahrscheinlich nicht machen. Weil Sachen auf Zeit mag ich nicht so gerne. Lagerhaus. Anhängershop. Ha! Sehr cool. Ist ja gar nicht so weit entfernt von uns. Und hier theoretisch auch der Weg mit dem Upgrade. Hier einmal den Auftrag. Boah, ich frag mich, ob man hier über diese Steine und so weiter über den Fluss kommt. Das könnte gefährlich werden, aber nicht unmöglich, glaube ich. Aber ich glaube, wir werden hier weiterfahren. Einmal hier runter, holen uns natürlich den Auftrag und das Upgrade, fahren hier wieder hoch und holen auch das Upgrade. Genau, ach gucke mal. Krass, und hier ist auch noch ein Upgrade. Ach, hier sind wir vorhin vorbeigefahren. Dann wären wir hier geradeaus weitergefahren, wären wir zum Upgrade gekommen. Nun gut. So, und hier ist auch noch ein Upgrade. Mann, 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 so viele Upgrades. Das ist echt krass. Aber vielleicht kommen wir hier auch viel besser hin. Ach, guck mal. Stimmt, hier muss noch eine Brücke gebaut werden, glaube ich. Das hatte mir auch einer von euch noch geschrieben. Ich weiß gerade leider nicht wer, aber danke dafür, dass wir da auf jeden Fall Holzplanken mitnehmen sollen. Ich gehe mal davon aus, dass wir zwei Stück mitnehmen müssen. Aber vielleicht fahren wir da auch erstmal nochmal hin und entdecken das. Weil ich werde hier, glaube ich, sowieso nochmal von hinten langfahren, die Upgrades einsammeln. Und dann kann ich hier auch nochmal einen Abstecher machen. Aber ich glaube, das mache ich off-camera. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so wild, hier auf den Wegen lang zu fahren. Ich glaube, für diese Folge haben wir erstmal genug gesehen und genug Abenteuer erlebt mit dem Scout. Yes! Deswegen würde ich sagen,
Miet. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Tipps noch habt und so weiter, gerne in die Comments. Ansonsten ein Abo da lassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.